Na, dann würden wir auch mal schlafen gehen. Gerade mal meine Rolle ein bisschen runter gemacht. Ich werde hier geblendet. Dass der dann tiefer gelegt ist, Apartment. Um am Ende herauszustellen, dass es dann doch nicht am Apartment nach, sondern dass dann. Und den Nahen der Abschied ist und so. Dafür haben wir dann das ganze Schiff umgegraben. Aha. Ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass Anderson es scheint, ihr Mühe zu bereiten, sich an Boot zu bewegen, oder? Ich glaube nicht, dass sie noch Leitern benutzen kann. Zum Glück steht ihr Haus direkt auf dem Deck. Sonst würde sie sich wohl ganz schön einsam fühlen. Aha. Das war ja auch. Quest. Das ist ein Apfel für dich. Das werden gerne mit Äpfeln versorgt. Okay, wir fassen den Baum an und den Äpfel. Oh, hallo, du bist's. Hast du Eugene gesehen? Er wird wohl wieder in der Garage sein. Und wie ihn siehst, kannst du ihn bitten, mir meinen alten Body zu bringen. Es wird sehr kühl hier drin. Okay, die ist ein bisschen. Die wird irgendwie merkwürdig. Frostige Erkenntnis. Hier drinnen. Ist draußen und. Mit Garage und. Wie auch immer sie da gemeint hat. Meine Beine. Aber warum kletterst du denn hoch? Das ist. Ich hab dich gerade oben gefunden, meine Fresse. Meine alten Beine tragen mich kaum noch. Würdest du mir vielleicht helfen, zum Bug zu gelangen? Warum nicht? Und kletterst du dann rum, Mann? Wir sollten wohl bald essen. Sonst wären die Leute rastlos. Und wär's mit dem Apfel? Und Umarmung. Oh, das war sehr schön, danke. Ich habe gesehen, dass einige Früchte im Obstgarten reif waren. Ich habe sie für dich gepflückt. Hier. Ich habe dir gerade einen Apfel gegeben. Und krieg einen Apfel zurück. Ja, es gebratene Hühnchen, das muss noch ein bisschen warten. Da haben wir gerade noch nicht die Mittel für. Für dich. Aha. Ich habe jetzt gefunden, dass dir vielleicht gefallen könnte. Mhm. Ja, tu die auch mal als Gemälde. Aha. Stella. Bist du wütend auf mich, Erdnüsschen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Nein. Gut. Dann gib mir was zu essen. Bitte, bitte, Bambina. Ich bin am Verhungern.
Ich den Apfel. Okay, hat schon. So, wo fahren wir jetzt hin? Vielleicht können wir noch nicht hin. Vielleicht fahren wir schon mal langsam so in diese Richtung. Habe ich nämlich so meine Vermutung. Wie ihr das am Abend zu ihrem Haus zurück? Was meint Alice mit alte Wonnie, Decker, ein Stück Stoff? Ich sollte aus mit einem Gegenstand geben. Also Wolle haben wir dabei. Das könnten wir hinkriegen. Wollfasern, Wollstoff. Was ist das, ein Decke für mich? Ich hatte meine Wolldecke, die ich sehr mochte. Ich muss sie verlegt haben. Und danke, das ist sehr nett von dir. Tja, das war nicht schwer. Sieh dir diese Juwelen an. Die sind für dich, Bambina. Nein. Kein Grund für Erklärung. Nimm sie einfach. Und ein Geschenk. Ah ja. Samen. Am Abend zurück ins Haus. Okay, dann segeln wir noch ein bisschen, bis es Abend wird. Wer ist mit hier? Keine Umarmung für Arthur. Katze knuddeln. Der Verdun. Oha. Beide in einem Haus. Nächste Umarmung. Das nehme ich doch gerne an. Das Kompliment. Doch, das wird zur Gewohnheit. Ja, wie geht's dir? Der Seeluft ist so lieblich. Immer habe ich mit meiner Tochter Annie einen Ausflug ans Meer gemacht. Es war ein schöner Tag. Oh, in dem Umschlag, den du kürzlich gefunden hast, war ein Bild von dem Tag. Ich habe es hier. Sieh nur ihre Kleider an, immer so modisch. Am selben Tag wurde aber ihr Hut auch von einem Windstoß davon getragen. Wie schade. Und bist du bereit,
mich wieder nach Hause zu bringen. Es ist aber noch nicht Abend. Nies Strandoutfit. Aha. Achso, hier ist dein Zuhause. Achso, Outfit konnte man bei ihr ändern. Blau sieht auch interessant aus. Natur mit dem Hühnchen, Bilderrahmen. Da kann man nichts von machen. Momentan. Immer auf Tauchgang. Oh, der Birnbaum ist gelassen. Samen, Samen, Samen. Dann schippern wir hier mal ein bisschen im Wind. Hier zum Beispiel. Was können wir eigentlich hier mit dem Gemähe machen? Ist nur das Mehl reingeschoben? Das wird doch nichts. Wie geht's denn so? Na, keine Marmut. Du kriegst eine Meinung. Ach. Oh, den muss hier zu machen. Keiner will mich umarmen. Atul. Nicht mal Atul mich umarmen. Ich bin traurig. Ist einer. Sei mir nicht böse, Witwank, aber ich habe ein bisschen geangelt, als du mit etwas anderem beschäftigt warst. Oha. Ja, das habe ich ja sträflich vernachlässigt. Suppe. Okay. Wir haben aber Reis. Mehl. Okay. Und was auch immer. Kupfererz. Brauchten wir doch irgendwo für den zweiten Schafstall, glaube ich, braucht nur Kupfer. Aus welchem Grund auch immer. Kupferbarren, Eichenbrett. Mal schauen. Wollen wir mal. Oh je.
Oh nein. Zu unvorsichtig. Zu hastig gewohnt. Okay, Kupferbahn haben wir. Wo ist das Siegelwerk verblieben? Was habe ich hier drüben gepackt? Okay, wir haben keine eigene Stimme. Wenn man rumschlafen. Ich hab's geahnt. Der Quest von Liz. Sonnenblumen ernten und pflanzen. Meine alten Beine tragen mich kaum noch. Könntest du mir vielleicht helfen, zum Buch zu gelangen? Damit du deinen ganzen Tag rumstehen kannst? Wozu eigentlich? Vor allem bei dem Regen hier. Nein, Arthur, gerade nicht. Wie steht's um die nächste Mahlzeit? Brauchst du Hilfe? Nein. Anderen Gericht, na gerne. Und hier was Neues, eine Nudelsuppe. Gerade nicht. Es ging schnell abwärts. Keine Umarmung. Was Nahrhaftes. Hier mal versuchen. Nur mit Reis wird das nicht klappen. Obwohl Hühnchen mit Reis. Ein bisschen was davon. Oha. Ahornstamm. Eiche könnte nur gebrauchen. Die Birnen sind noch nicht da, aber Äpfel.
Die Fällen und einen Kirschbaum anpflanzen können wir nicht. Schaffst von deinen Sachen. Wirklich hungrig, Helens. Ein Kaffee. Zu tun, deine Gewitter mal. Was ist das? Okay. Eines verlorener Hut. Oh, Anni, du bist's. Oh, es tut mir leid, ich habe dich mit meiner Tochter verwechselt. Ist genauso angezogen wie sie. Und ich hatte der Wind ihren Hut davon geweht. Wenn wir sie finden, solltest du ja erzählen, wo du dein Herr hast. Sie hätte sicher gerne wieder einen. Er würde ihr auf jeden Fall besser stehen als irgendein passender roter Hut. Mhm. Vielleicht können wir mal die Erinnerung auffrischen und das Outfit ändern. Guter Hut. Annies Outfit müssen wir uns, das müssen wir uns jetzt merken, oder was? Blau, weiß und dann rot. Oha. Ja, gut für den für dir. Cremefarbene Bluse. Und passender roter Hut. Wo war das so? Könnte sein. Entschuldige, hast du Annie gesehen? Sie ist meine Tochter. Ich glaube, wir haben uns auf dem Weg hierher aus dem Dorf verloren. Sie sollte leicht zu finden sein. Heute trägt sie ihren roten Hut. So einen schönen blauen Strandoutfit. Es war ein Geburtstagsgeschenk ihres Vaters, weißt du? Es ist. Oh, Anni, wo bist du? Aha. Die wird echt seltsam. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie. Rede mit Alice. Haben wir versucht. Da bist du ja, ich hatte Angst. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Ich bin müde. Wir sind auf dem Weg nach Hause, nicht wahr? Sag mir Bescheid, wenn wir dort sind. Ja. Bring ihr das Zimmer fort und rede mit ihr, während du das Outfit mit einem roten Hut trägst. Ja. Bisschen verwirrend. Da müssen wir eine sichere Reise machen. Wenn das nicht in den Gitter kommen.
Outfit müsste doch passen. Bei dem ist alles fit. Und bei der. Ein bisschen Wolle scheren. Schaffrisuren. Mhm. Achievement freigeschaltet. Benieren ist immer Foto. Heißt es wieder Abschied nehmen. Es wurde auch Zeit. Man hat es gemerkt. Ah nee, wir sind da, nicht wahr? Können wir jetzt gehen? Also gut, gehen wir. Oh. Ist doch immer wieder rührend. Spazieren wir mit ihr zum Boot. Nicht im Weg rumstehen. Ach, die kommen alle zum Verabschieden. Jetzt plötzlich abbrechen. So, auf geht's. Was für eine traumhafte Landschaft. Hast du diesen Ort ganz allein gefunden, Anni? Warst früher doch immer auf Entdeckungsreisen, nicht wahr? Ein richtiger Abenteurer. Ich bin so stolz auf dich. Diese Bäume sind wirklich fantastisch. Eugene wird sich wirklich aufregen, dass er die verpasst hat. Vielleicht kann er nächsten Sommer ein bisschen frei nehmen. Ja, wir sollten hier zurückkehren. Ich könnte ewig hier bleiben. Du hast mir in letzter Zeit gar nichts über die Schule erzählt. Ist alles noch in Ordnung? Und sind deine Noten? Oh, natürlich. Du hast deinen Abschluss ja schon vor langer Zeit gemacht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich so verwirrt bin. Ja. Verwirrt trifft's. Du bist nicht Annie, oder? Ja, natürlich. Ich bin in letzter Zeit immer vergesslicher.
Vielleicht wird Eugene. Wenn du deinen Vater triffst, erzähl ihm von den Bäumen. Rundung. Nächstes Jahr wird er sich sicher gerne mit uns kommen. Da geht sie dahin. Kunde mit dir. Ins Jenseits. Und das Idio-Sternzeichen. Ein nächstes Verlorener Hund. Eine Seelenblume. Die haben wir gebraucht, um den Steinzerstörer zu bekommen. Eine weitere Seele hat uns verlassen. Die dritte, wenn ich das richtig zähle. Das die erste war. Die zweite war Summer, die erste war. Ich habe den Namen vergessen. Die dritte war jetzt Alice.